Herzlich willkommen zurück zu Second and Sets 3. Und Schattenbaum macht sich gerade ja. Okay, ist fertig. Dann können wir auch anfangen. Okay. Hallo. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Part 12 jetzt abgehackt gemacht habe oder doch. Ah! Egal. Wie ist es? Guck mal, das rennt euch hinterher. Ja. Guck mal, es gibt immer mehr, der das Game breaken kann, oder doch? Ah, nein. Sehr schön. Wir spielen das Spiel in dieser Episode wohl nicht durch. Schade. Oh cool. Ja. Das hört sich super sicher an. Onkalischkun. Ja. Lichte. Na, das hört sich doch mal total sicher an. Wir wissen auch eigentlich gar nicht, wo wir hin müssen mit dem Schiff. Beim Herzen bleibt Brüssel. Ach ja, da oben links, da geht's hin. Ach ja. Wohin? Da, wo das blinkende Pünktlein ist. Ja. Welche Stadt ist da? Gleich sind wir da. Wir sind wahrscheinlich gleich da. Jetzt müssen... Nein. Warum fährt der da? Das ist nicht richtig, was du da machst. Was tust du, alter Mann? Was tust du? Ja. Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt, die ist schön. Vulkaninsel mit einem aktiven Vulkan und wir schippern da rum. Ja. Warum? Ich habe das Gefühl, wir werden nie da ankommen, wo wir hin müssen. Jetzt hoch, hoch, hoch. Nein. Sehr blöd. Oder haben wir eine Strömung entdeckt, die da ist? Ja, diese Fahrt ist umsonst. Ja. Und jetzt hält das Schiff bei Nacht an. Oder was? Ja. Yep. Sind wir auf dem Geisterschiff? Richtig. Razepü. Evel macht Razepü. Ja, ich bin aufgewacht. Geil. Sind wir noch immer nicht in Bützel? Was ist hier los? Was ist hier nur los? Was für ein Beat? Wer ist da? Dun. Ich mag die Musik. Dun. Wer ist da? Tanz. Ey, lass mich tanzen. Jetzt heißt es über das Geisterschiff manövrieren. Ich hoffe. Oh. Dieses Schiff. Oh nein, kann es sein? Da war was. Wir haben es von hier gehört. Es muss doch in dieser Richtung sein. Eindeutig. Ich häng fest. Ah! Keine Sorge, ich navigiere uns schon hier durch, hoffe ich. Ich hoffe, ich kann mich noch an alle richtigen Schritte erinnern. Ich war gerade noch an der Wand. Ja, das Schiff schippert schon ein bisschen länger durch die Gegend. War das hier rein? Oh, die Waffen. Nein. Müssen wir Nacht bleiben? Oh, Zettel. Ja, Zettel. Buch des Blutes, Buch des Todes, Buch der Flüche, Buch des Todes. Da kannst du nicht durch. Wir brauchen das Buch des Todes, des Fluches und des Todes und des Blutes. Max, ja, ich merke mir Buch des Blutes und Buch des Todes und du das danach, okay? Okay. Bluttod. So, jetzt müssen wir anhand dieser Informationen müssen wir da nicht lang, oder? Ich weiß es beide nicht. Okay. Nein. Nein. Next. Ist dies das Geisterschiff? Warte, dein Mopping! Ich blinke. Ich spüre die Präsenz eines Geistes, aber sie ist schwach. Du meinst, auf diesem Schiff befindet sich ein Geist? Nee, keine Ahnung. Das müssen... Ja, ich habe schon noch die Energie, aber das müssen wir rausfinden. Hey, da vorne ist etwas. Seid auf der Hut. Huhu. Ja, aber wir ignorieren das. Huhu. Weil nämlich nur Gegner gespawnt sind, die uns im feuchten Kehricht interessieren. Wobei... Stoidi. Ja, wenn wir... Nee, jetzt nehmen wir die mit. So. Nee. Aber gleich werden Dinge passieren, die diesen Zombie erstarren lassen. Claudia ist tot. Damage. Claudia ist vergiftet! Ja. Schatti auch! Ja.
Poison ist ziemlich common auf dem Geisterschiff. Ja. Mach falsch. Okay. Buch. Nein. Wir müssen. Buch des Todes, Buch Blut, des Blutes. Tod. Fluch, Tod. Oh, Mist. Messed up. Blut. Tod. Fluch. Tod. Magic. Hm? Das Logbuch des Kapitäns? Stopp, stopp, stopp. Was? Ey, was soll das? Guten Abend. So, dann möchtest du. Nee, den muss ich anreden. Oh, Mataro, den haben wir doch schon mal getroffen. Haben wir? Ja, den hast du auch gevoice-acted. Ah, nee. War das der Erfinder? Nein, der Forscher da, der da rumreiten wollte, oder? Nein, im Büssel. Der Typ, der vor dem Geister, vor diesem Haus stand, wo nachts die Lichter angehen. Ach, der Perverse. Ja. Hallo, ich bin Mataro, Experte auf dem Gebiet paranormaler Aktivität. Könnt ihr es glauben? Ich bin nun auch ein Geist. Und lebe auf dem Geisterschiff. Diesen oh nein, oh nein. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Wartet, bis ich meinen Freunden davon erzählt habe. Das passiert, glaube ich, nicht. Du musst das mal probieren. Ich muss nun dringend gehen. Hier, ich übergebe es an dich. Dich hier, nimm das. Was auch immer. Hä? What the heck? Ist so das Gefühl, tot zu sein? Le Fu. Es scheint, als ob er den Fluch auf dich übertragen hat. Was denn? Um das Schiff jemand zu verlassen, muss er hier jemand anderen seinen Platz annehmen. Will jemand? Nein. Nein, wartet, geht nicht! Du hast noch nicht daran gedacht, einen Freund zu opfern, oder? Doch, hat sie. Die Quelle des Fluches befindet sich irgendwo auf diesem Schiff. Lass sie uns finden. Wenn ihr müde seid, schaut vorbei und tauscht mir den Platz. Nein. Nein, deswegen wollte ich, dass du nicht voranrennst. Aber ich will voranrennen. Nein, jetzt müssen wir wieder an die andere Stelle zurück. Welche andere Stelle? Wo? Ja, genau da. Ich müsste da eigentlich hinfinden, theoretisch. Geradeaus, Treppe hoch, fertig. Links, rechts, gerade. Aus. Aus. Burn. Motherfucker. Zorn des Gottes. Bam. Kaputt. So. Ach, da war noch einer. Nur zwei. Ich mag nicht, die ganzen Gegner mitzunehmen, ehrlich zu sein. Da geht mir die ganze EP flöten. Bam. Also die EP von Sordi. Die geht nämlich momentan ins Leere. Okay, dann bekämpfen wir nichts. Richtig. Weil das nämlich nicht effektiv ist. Einfach blutet. Lass mich durch. Yay, ein... Aua. Der da. Los, geh durch. Steck dir den Rücken. Na, wir müssen nochmal zu den Betten gehen. Ich möchte mich in den heilen. Komm einfach blöd. Ja, mach ich auch. Wow. Gott, nicht. Dumm, dumm. Scheiß drauf. Meine Schuhe stehen in deinen Schuhen. Hm? Oh. Wirklich? Game, ja. Fuck you. Ich glaube, wir haben in deren Betten genächtigt. Das befürchte ich auch. Ich dachte, ach ja, stimmt ja. Ich war gerade in meinem Kopf irgendwie in einem Horrorspiel, wo sie das eigentlich verarscht hätte und wollte es gerade anbringen als Anekdote, aber... Hat sich... Was? Nö. Es ist schön, dass du deine Zahlen selber nicht beachtest, die bei dir als Hitpoint stehen. Ich weiß nicht, wie man heilt. Springmenü. Dann vielleicht eins von diesen Items aussuchen. Ja, mach einfach. Heil dich, nicht mich.
Ja, stimmt, du hast nur noch einen Hitpoint. Ja, dann heile ich dich nicht, okay? Du hattest nur einen Hit. Warte. Oh. Ja, genau. Oh, diese beknackte, wenn man nur zu zweit ist irgendwo. Ich dachte, ich habe 85. Und dachte gerade so, hey, warum heilt er sich eigentlich nicht? Okay, das hat sie übrig. Da wurde ich wohl vom Spiel verarscht. Habe ich mich verarschen lassen, besser gesagt. Ich weiß aber nicht, ob wir noch an eine goldene Gottesstatue kommen. Aber erstmal wieder auffüllen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Hä? Was gemacht? Was denn? Ich hab die Telefonfall gedrückt. Bonbon. Ich wollte gerade noch Skype kurz beschäftigen, aber das habe ich dann gelassen. Ist ja egal, du hast ja Headset auf, bei dir hört man es nicht. Ja. Zieh durch. Ah, super. Ich kann fast nicht. Hier rein. Ich weiß es nicht mehr. Eindeutig. Man merkt, dass der PC gerade für dich spielt. Ja. Mein Handy hat gerade eine SMS bekommen. Das war gerade schrecklich. Immer noch. Willkommen auf dem Schiff der wandelnden Seelen. Brich den Fluch unseres Freundes und lass uns gehen oder spüre den Zorn von mir. Es gibt nur einen Ausgang. Gorva. Gorva? Ja, der Boss des Schiffes. Attribut dunkel, wie man sich vielleicht denken kann. Deswegen macht Gottes Zorn crap load of damage. Nein, Höhenaura. Machst du überhaupt noch was? Ich hab doch gerade was gesagt, oder? Jetzt bin ich wieder da. Das ist okay. Und wo ist der Bob? Das war eine wichtige, sehr wichtige Erinnerung. Jetzt Zauberluft. Fuck ich. Mach ich. Ach, so. Wow, wow. Und noch mehr Damage. Der will da gerade sein Fingerchen heben. Ganz ehrlich, ich sehe keinen Gegner. Wirklich? Ich sehe dich im Ring nur nie irgendwelche Zauber auswählen und das war's. Ja, mehr mache ich auch nicht. Ja, wir stehen vor der Wand. Und ich habe Blubberbläschen über meinen Kopf, aber Gegner sehe ich nicht. Und der fliegt auch momentan da oben rum. Wo? Den kriegst du auch nicht, deswegen ist es sehr gut, wenn man Angelo dabei hat. Lalala. Sieht man das eigentlich, dass ich im Kreis laufe? Weil das hier gerade sehr 2D-stilistisch aufgebaut ist, eher nicht so. Ja, ist mir gar nicht. So. Nein, weil du gerade Damage kriegst und fast bei mir tot bist. Ja, ich habe noch 17 Leben, 15. 46. 12. Nein, 12. 146 hast du wieder, weil ich dir gerade Bonbon gegeben habe. Nein, hab ich nicht. Willst du mir erzählen, dass wir einen Sekunditätsverlust haben? Ja. Okay. Genau das. Genau gegen Genova. Schon wieder gegen die Tür? Ach, Grova. Beides mit G, bis gleich. Da sind wir wieder. Gegen Gorva zurück. Also super, es ist immer noch. Die gleich Schläge, glaube ich. So. Hab ich so das Gefühl. Walnuss. Ja, du stehst da gerade auch nur rum. Du guckst die Wand an. Mhm.
und drückst nicht wie lange aufs Knopf mal. Wie gesagt, es leckt noch ein ganz kleines bisschen. Ja, ist jetzt so ein bisschen tot bekommen. Oh, ich hätte Shutty doch mehr Intelligenz geben sollen. Ja, gib mir doch bitte den Silence lieber. Kann ich gerade gar nicht gebrauchen, gut, dass ich Heilkräuter dabei habe. So, und wieder ins Ringmenü. Ah, gut, ich kann ihn noch treffen. An der Stelle. Wup, wup. Und wieder Gottes Zorn. Ja, ich darf mich jetzt bewegen. Hurra. Ja, ich kann mich bewegen. Oh, Magie. Ja, bin ich das? Ja, das bin ich. Natürlich kriege ich die Höllen auch, aber ja, ins Gesicht. Oh, 35. Boah, ja. Oh, der Schaden macht mir Angst. Ich kann ihn glücklicherweise die ganze Zeit treffen mit Gottes Zorn. Glücklicherweise. Mhm. Und ist der Boss nämlich auch ein sehr großes Arsch. Hm? Trotzdem treffe ich dich. Auch wenn du gerade keine Hitbox hast. Ich kann dich trotzdem als Ziel auswählen mit meiner Magie. So, ich gebe dir nochmal einen Bonnebon, damit du mir nicht abnippelst. Mann. Ah, da ist das Leben. Ja, da oben rechts. Ach, was ausgeblendet. Spannendster Bossfight ever. Magie einsetzen. Ach ja, die Screenweite hören. Oh, sieht geil aus. Boah. Es regnet. Ja, schwarzer Regen. Ich kann fliegen. Ja, du schwebst gerade in der Luft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mir, bevor dieser Kampf noch endet, und du mir noch abbildest. Kann nicht reden. Habe Doppelpunkte vor meinem Kopf. Eric kann aber noch denken. Rezo. Ah, hier ist es da unten. Oh Mann. Ne. Muss. Ringmenü benutzen. Muss. Gottes Zorn einsetzen. Ja, und der ist auch schon wieder weg. Ich hab ihn einmal getroffen. Juhu. Irgendwo hier. Boah, ich mache aber auch Damage wie Hulle. Bleib unten. Arschloch. Bam. Elfter, ich kann nicht mehr so viel haben. Ich bin da zumindest sehr der Überzeugung, dass er nicht mehr so viel hat, aber... Game says no! Da, Gottes Zorn. Oh, die Geisterstraße. Gut, dass du nicht ins Ringmenü wechseln kannst. Hm? Was? Ringmenü? Ette. Könntest du Ette? Das da, was ich auch immer mache. Das Ringmenü aufrufen. Weißt du, was ein Ringmenü ist? Aber wie soll ich das denn aufrufen, wenn du das die ganze Zeit aufrufst? Tja. Hämmer die Taste schneller als ich. Ich weiß ja nicht mal welche. Ja. Das müssen wir dann noch rausfinden, mal. Yay, da ist er. Miau. Miau. Yay. Er sieht mich als letzter. Ja. Wir haben gewonnen. Mein Gesicht des Todes. Ich strafe dich. Oh, hast du schöne Haare, Schattenborn. Und das Nocturne. Ihr habt meine Seele befreit. Ihr habt meine Seele befreit. Nun erlaubt mir, euch dafür zu danken. Nein. Nicht noch mehr in meinem Leben. Das sieht, also der Sprite sieht so aus, würde er die ganze Zeit seinen Kopf konsequent gegen die Kugel hauen. Oh, ich bin nur von Idioten umgeben. Au. Ich bin der Lachtigante. Ich danke euch, ich bin wieder eine Mensch. Genau, das wollte ich sagen. Yay, Sordi schließt sich und, super.
Die Amazone, die erst nach dem Klassenwechsel nützlich wird, schließt sie euch an. Wie nackt denn hier ist, muss auch mal ein Malerstein der Dunkelheit auf diesem Schiffe sein. Schiffe sein. Ja, Schiffe. Schiffe sein, Schiffe versinken. Nein, er ging verloren. Er existiert nicht mehr. Was? Vor vielen Jahren nutzten die Menschen die Malersteine, um den Frieden zu wahren. Aber bald entbrannte ein Krieg und das Siegel vom Malerstein der Dunkelheit wurde gebrochen. Oh, und das Gottbild der Dunkelheit? Ja. Yeah. Ja, was? Es wanderte von Land zu Land, von Stadt zu Stadt wie eine düstere Plage. Die Pest? Cool. Indem es die Kraft des Malersteines entzog und sie als Instrument des Todes nutzte. Lag ja, Pest. Der Priester des Lichtes erzählte mir dieselbe Geschichte. Hat er wirklich... Weiß ich nicht mehr. Die Welt hat so etwas niemals zuvor gesehen. Ja. Zivilisationen wurden vernichtet. Viele Menschen sind getötet. Der Malerstein der Dunkelheit wurde seitdem nie wieder gesehen. Samt Gottbiest. Hurray. Solange lebe ich schon auf diesem Geisterschiff. Aber was passierte denn mit der Gottbiest der Dunkelheit? Warum wurde es nicht zerstört? Schwer zu sagen. Eines Tages ist das Gottbiest einfach verschwunden. Einfach so. Oh, Doppelsnake. Das heißt, du versteckst unter zwei Boxen. Wahrscheinlich war es dem befriedigt, die Welt zerstört zu haben und verließ sie. Wahrscheinlich lebt es jetzt auf einer anderen Welt. In Form eines anderen Malersteines. Als ob. Vielleicht planst du sogar einen neuen Angriff auf dieser Welt. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß das? Keine Ahnung. Vielleicht ist es sogar die Schuld. An dem... Ist das sogar Schuld? An dem Mana-Schwund. Am Schwund des Mana. Pass aber auch! Knochenschwund, Mana-Schwund, Baumschwund. Aber warum? Oder wie macht Link? Keine Ahnung. Meine Seele. Wurde befreit. Oh, diese Schwiffe bald verschwinden. Ja. Wir können aber nicht schwimmen. Pass auf. Was? Das ist so unmöglich. Ja, ich möchte mehr als ein Wort sagen. Das ist unmöglich. Und jetzt treiben wir dahin. Genau. Auf die Insel, wo gerade der Vulkan ausbricht. Ach so, ich dachte nach Bitte, weil der wäre da komisch. Nein, das wäre zu einfach. Dann könnte uns das Spiel nicht künstlich gefangen nehmen. What? Wo sind wir? Was war das? Verdammt, das muss Bukar sein. Die Vulkaninsel. War das gerade der Vulkan, der... Ja. Ah, das ist aber so der Vulkan. Kann man den auch... Okay. Hört sich an, als ob der Vulkan jeden Moment ausbricht. Wir müssen schnell weg. Schnell. Hier weg. Schnell. Warte. So. Und Schnell weg. Irgendwo hin. Weiter auf die Insel. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo wir hin müssen. Bin ich ganz ehrlich. Nein. Warte. Kommt hier nicht... Nein. Hier kommt Hawk nicht her, oder? Nein. Okay, er kommt hierher. Nein. Ah, damit kann ich hier die Aufnahme beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir müssen fliehen vor der Vulkaninsel Buka. Bis dahin, tschüss!